Hi, hier ist Hendrik. Ich gehe jetzt auf zum Training mit meinem Lieblingstrainingspartner. Er ist mein Vater. Er ist verdammt alt, aber er ist auch ziemlich cool drauf. Und ja, wie das Ganze so aussieht und wie viel Spaß das macht und warum mich das ganz besonders motiviert, mit so einem alten Menschen gemeinsam zu trainieren, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Auf geht's! Als ich vor ungefähr 3 Jahren angefangen habe, mit meinem Vater zu trainieren, da habe ich das gemacht, um ihm was Gutes zu tun. Um einfach zu sagen, okay, komm Papa, ich trainiere mit dir 2, 3 Mal die Woche. So hast du eine regelmäßige Bewegung und baust ein bisschen Muskulatur vielleicht noch auf und deine Knochen und Sehnen stärken sich ein bisschen, weil er eben schon recht alt ist und wenn er dann irgendwie stürzt oder wenn er, ja, damit er einfach noch gut klarkommt im Leben, im Haushalt, Treppen steigen und so weiter. Also das Ganze, der ganz normale Alltag, der für uns so selbstverständlich ist, ich wollte, dass der für ihn eben auch einigermaßen selbstverständlich bleibt. Aber das funktioniert halt nur, wenn man was dafür tut. Und naja, 3 Jahre machen wir das nun also schon. Und jetzt muss ich tatsächlich sagen, nach diesen 3 Jahren bin eher gefühlt ich derjenige, der von seiner Motivation profitiert und der von seiner Energie und seinem konstanten Ehrgeiz beim Training ja, wirklich selber motiviert wird, richtig Vollgas zu geben. Und deswegen möchte ich ihn euch jetzt gleich einmal vorstellen und zeigen, wie er so drauf ist und was er so macht. Fahren wir mal rüber. Ja, so, ich bin ein bisschen spät dran. Und wie das bei älteren Herren ja so ist, die sind meist super pünktlich im Gegensatz zu den jüngeren Leuten. Und naja, deswegen beeile ich mich jetzt ein bisschen und ja, mal gucken. Er hat wahrscheinlich schon angefangen und seine ersten Übungen gemacht. Da gibt es auch kein Pardon. Aber das Gute ist auch, wenn ich dann tatsächlich mal das Training ausfallen lassen würde, dass er halt trotzdem trainiert. Und das ist auch eine ziemlich schöne Konsequenz und das ist ja, eine gute Eigenschaft, wenn man Sport macht. Und klar, ein Trainingspartner, das motiviert einen. Du machst das zu zweit und man setzt sich zu zweit irgendwie die Ziele. Aber wenn du dein Training, also ob du es machst oder nicht, halt unabhängig davon machst, ob jetzt jemand ja, mitmacht oder nicht, du machst es ja eben halt für dich. Und er macht es eben auch für sich und das weiß er und deswegen zieht er das Training halt trotzdem durch, auch wenn ich das mal ausfallen lassen sollte. Was aber auch wirklich sehr, sehr, sehr selten vorkommt, denn über die ganzen Jahre, wo ich gemerkt habe, was das Training, wie gut es mir tut und wie gut es ihm tut, also uns beiden letztendlich, habe ich dem einfach eine sehr, sehr hohe Priorität in meinem Leben gegeben und deswegen ist es ein Teil meines Lebens geworden. Und deswegen fällt es eigentlich so gut wie nie aus. Das, was ich jetzt hier aufnehme und das, was ich den kommenden Wochen und Monaten und im besten Fall Jahren für euch aufnehme und an Videos erstelle und euch einfach ein bisschen was aus dem Leben von Hans, also von meinem Vater und mir zeige, das soll euch einfach einen kleinen Einblick geben. Zum einen, wie kann das funktionieren, mit seinem Vater zu trainieren? Und wie kann das funktionieren, mit jemandem zu trainieren, der sehr alt ist? Und ja, wie das für ihn ist und wie das bei ihm klappt. Aber auch, was für unwahrscheinlich tolle Dinge sich daraus ergeben. Und in erster Linie rede ich da natürlich von gesundheitlichen Dingen. Aber ich spreche auch, ja, von Gesundheit im ganzheitlichen Sinne, also von geistiger Gesundheit, von Glücklichsein, von Spaß haben, Spaß mit seinen Eltern haben, aber auch selber natürlich glücklich sein, mit sich selber zufrieden zu sein und glücklich zu sein, dass man einen gesunden Körper hat, einen gesunden Geist hat und die Gesamtgesundheit auf einem hohen Level ist. Da gehören natürlich noch viele Dinge dazu, abseits vom Training, nämlich Ernährung allen voran, guter Schlaf, wenig Stress und so weiter. Und ja, das sind alles Dinge und Themen, über die wir auf jeden Fall auch noch sprechen werden. Und
bei denen ich euch meine Erfahrung der letzten 10 Jahre auch weitergeben möchte, in denen ich das Thema Ernährung wirklich intensivst aufgesogen habe. Also jede kleinste Information, jeder Blog, jeder Podcast, jedes Video, was mir dazu untergekommen ist, Seminare und auch viel, was ich an mir selber ausgetestet habe die letzten Jahre, das möchte ich euch gerne da ein bisschen zeigen. Aber auch genauso wie das, was für eine Auswirkung das an mir hat, was für eine Auswirkung das an Vater hat, der, wie gesagt, schon etwas älter ist. Und genau, da werden wir die nächsten Wochen ein bisschen was für euch produzieren. Okay, hier sind wir angekommen. Das ist natürlich, der hat mal wieder so blöd geparkt, dass ich hier einfach überhaupt nicht durchkomme. Also das ist typisch. Naja, also ich werde es mal versuchen. Aber ich weiß nicht, ob ich hier wieder rauskomme. Okay, Parken hat geklappt. Und hier seht ihr dann gleich ein bisschen was von unserer Trainingslocation. Die ist nämlich, es ist kein Fitnessstudio, sondern ein Home-Studio. Und es ist eine Mischung aus draußen und drinnen. Also das heißt, wir haben einige Trainingsgeräte, die draußen sind und ein paar, die drinnen sind. Das ganze Jahr über. Und so wechselt das auch immer mal, dass man rein und raus geht. Aber auch im Winter sind wir draußen. Ja, Hunde gibt es hier auch. Die machen aber nicht wirklich mit, sondern kommen immer nur ab und zu mal an und holen sich ein paar Streicheleinheiten ab. Gut, also dann schauen wir mal, was er schon so macht. Du kommst spät. Hä? Du kommst spät. Nö, ich hab doch gesagt, dass ich... In 5 Minuten fahre ich los, hast du gesagt. Ja, hab ich das gesagt? Das hast du zu mir gesagt, da fuhr ich auf dem Hof. Und bin ich nicht losgefahren? Da war das 12 Uhr. Ich habe euch das gesagt mit der Pünktlichkeit, ne? Ja, ich bin warm. Ja gut, das hole ich schnell nach, mach mich warm und dann legen wir los. Ja, das ist mein Trainingspartner. Das ist mein Papa, Hans. Ja. Und 3 Jahre machen wir jetzt schon Sport. Und heute kriegt ihr einen ersten kleinen Einblick davon, was wir so machen und wie das so funktioniert. Ja, dann zeigen wir euch mal, wie ich mich warm mache. Ja, okay, fangen wir damit an. Damit beginnen wir. Wie viele Stücken machst du, also wie lange machst du das, bis du so richtig warm bist? Ja, davon brauche ich so 10 solche Stücken. Ja. Dann kommen die ersten Schweißperlen und dann geht das ans Eingemachte. Das ist ja auch fast. Das ist eigentlich auch eine richtige Ganzkörperübung, ne? Aus Schwung holen und dann so mit dem... Also mit den Armen runter, das heißt Bauch, der ganze Körper, das Halten von der Axt. Ja. Und okay, ja gut. Ich mache mich ein bisschen einfacher warm mit ein paar kleinen Hanteln und, und dann schauen wir mal, wie das Training so wird. Okay. Okay. Ja, das hier ist unser kleines Outdoor-Studio. Wir haben hier draußen, was haben wir hier alles? Hier draußen in unserem... Ja, Langhandel, Kurzhandel. Zum Aufwärmen haben wir allerdings auch noch Rudermaschine und Crosstrainer. Okay. Mhm. Dann haben wir natürlich unser Käfig, wo wir Kniebeugen und Bankdrücken machen. Ja, dieser hier, ne? Falls ich das Gewicht jetzt ablegen muss, lege ich das einfach, falls das hier rauf kann und sicher bleibt fallen. Ja. Und hier die ganz klassische alte Bank. Die wurde gekauft. Wie lange hast du die schon? Ja, ich denke 35, 38 Jahre. Das war die erste Kettlerbank, als wir noch mit
Heimsport von Kettler gearbeitet haben. Ja. Ist natürlich umgebaut, wurde noch ein bisschen verbessert natürlich. Es war alles wesentlich leichter. Ja. Aber auch da braucht man natürlich etwas zum Ablegen, falls man die Hardware nicht hochkriegt. Zeig das mal. Das ist auch gerade eine meiner Übungen heute. Enges Bankdrücken. Mhm. Ist natürlich schwieriger als normales Bankdrücken. Geht dann so runter und hoch. So, und wenn ich das jetzt nicht schaffe mehr, hochkomme, kann ich hier ablegen. Ja. So, und dann muss ich es vorrollen. Wenn ich alleine bin. Aber so kann mir nie etwas passieren. Ja. Ja, also es muss nicht immer das neueste und modernste Trainingsgerät sein, sondern es kann auch einfach mal so eine alte Bank sein. Dem Muskel ist das egal, oder? Dem Muskel ist das völlig gleich, was es, auch ob das rostiges Eisen ist, ob das hochglanzpoliert wie in den Studios ist, das ist dem Muskel völlig egal. Ja, okay. Gut. Der Muskel freut sich für jedes Stück Eisen. Ja. Was steht heute an? Was ist heute auf dem Plan? Ja, ich mache mein Training von letzten Mal, da liegt ein Tag zwischen. Das will ich viermal hintereinander machen. Okay. Mit immer einem Tag Pause. Mhm. So, das ist einmal dieses Bankdrücken, dann ist das Kniebeugen, dann ist das Kreuzheben. Natürlich sind das schwere Sachen, Klimmzüge. Also das sind alles schwere Ganzkörperübungen. Ja, sind schwere Ganzkörperübungen. Ja. Das ist auch was wir sehr, sehr viel machen und die schweren Ganzkörperübungen. Weil ja, Training ist ja, geht ja nicht nur darum, irgendwie toll auszusehen, irgendeinen dicken Bizeps zu haben, sondern dass der ganze Körper gut funktioniert und dass der ganze Bewegungsapparat funktioniert. Beweglichkeit, Mobilität und Kraft in jeder Lebenslage. Und ja, die Ganzkörperübungen sind dann natürlich einfach toll, um alles und den ganzen Rumpf, den Rücken, alles zusammen irgendwie auch zu trainieren und dabei zu haben. Ja. So, und diese Übung, dass wir jetzt hier eben mit schwerem Gewicht und weniger Wiederholung, das baut weniger Volumen in der Muskulatur auf, baut aber wesentlich mehr Kraft auf. Mhm. So, und darum nimmt man zwischendurch, macht man nur, wo man höchstens so 4 bis 6 Wiederholungen mit schafft, dementsprechend schwer machen und dann 5 bis 6 Sätze davon und dann baut man erstmal eine richtige die Kraft auf. Das ja auch wichtig ist. Ja, genau. Okay, dann auf geht's. Jetzt geht's los, ja. Was auch mit zu unseren Trainingsgeräten gehört, sind diese Handgriffe von Aries Athletics und ich mag das ganz gerne bei Liegestütz, das mit solchen Griffen zu machen, um nochmal die Hand anders, eine andere Haltung für die Hand zu haben und aber natürlich auch noch für diverse andere Übungen, die man damit machen kann, die wir euch in den nächsten Wochen und Monaten auch noch zeigen und vorstellen werden. Genau, und die sind aus Holz und sehen schick aus und macht immer Spaß, wenn man mit gutem Equipment trainieren kann, das gehört auch irgendwie dazu. Es ist wie mit Arbeiten. Wenn man arbeitet, dann am besten mit gutem Werkzeug oder mit guten Arbeitsmitteln, dann macht das mehr Spaß und beim Training ist es genau das Gleiche. Presse? Ja. Ja, da liegt ja auch schon ein bisschen Gewicht drauf. Wie viel? 120. Oh, okay. Ja, all die ganzen Sachen, die stellen wir euch auch nochmal im Detail vor. Also im Detail, was man damit machen kann und
auch tatsächlich von unserer Erfahrung, ob man das jetzt auch wirklich unbedingt braucht, ob man so eine Maschine wirklich braucht für zu Hause oder ob das nicht auch ohne geht und mit anderen Möglichkeiten. Ja, und da kommt Mama. Also mein Schatz. Na? Mein Schätzchen. Na ja. Ist gut? Ja, mein Schema. Ja. Gut. Guck mal in die Kamera. Wo? Wir machen hier ein paar Aufnahmen. Hallo. Ja, genau. Ich möchte Sport machen. Ja, sehr gut. Ja, das ist Mama. Und Mama macht auch mit Sport, was natürlich total super ist und wo ich mich total drüber freue, dass sie das auch macht und da auch Ehrgeiz hat. Ja, und, Ehrgeiz habe ich schon. Ja, genau. So ist das, wird das ein kleines Familienworkout, ein kleines Familientraining. Ja, hier. Ja. Ja, komm rein. Ja, mein Lieber. Was steht heute an Training bei dir? Einmal Bauch und einmal hier die Arme. Die Arme, aha. Hier am Seilturm? Ja, einmal. Oder mit den Bändern? Ja, mit den Bändern und einmal da. Achso, und hier? Ja. Ja, okay. Gut, dann zeig mal, was du drauf hast. Ach, herrlich. Jetzt kommt der Große. Ja. Störe ihn nicht bei seinem Programm. Er ist grad voll mittendrin. Du pustest ja auch ganz schön durch. Pustet er auch? Ja. Ganz schön. Wegen der Weinpresse. Ja. Na, ihr Lieben. Ich finde das super, wenn du so fleißig bist. Ja. Das weißt du. Ja, dann weiß ich von dir. Ich mache auch mal weiter. Na, hoffentlich auch. Alles klar. Ah, wie läuft's bei dir? Ja, einige bin ich ein, bin ich hinterher im engen Bankdrücken. Hatte ich letztes Mal 8, habe jetzt nur 7. Aha. In der Beinpresse bin ich wesentlich besser geworden. Von 7 auf 8 und von 6 auf 10 Wiederholung. Klimmzüge bleibt gleich. Bauch mache ich auch etwas fortschrittlich. Ja. Ja, mal so, mal so. Mal so, mal so. Aber genau deswegen ist das Aufschreiben so wichtig und das Notieren. Ja, unbedingt. Unbedingt aufschreiben. Ja. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Nein, ein höher. Wirklich. Die zwei alten Leute, die Trainingsgeräte bedienen. Na du, am Arsch. Älteren. Nur mal los, Evi. Nur mal los. Ich muss mein Zug. Ja. Jawohl.
Nee. Ja, nee, nicht gedacht. 13, 14, 15. Super. Und ich helfe dir. Fleißig trainiert, kriegt sofort eine Belohnung. Ja, eine Belohnung. Da bin ich der. Die Mehrwert betrachtet. Super. Super gemacht. Ja. Ja, genau. Ja. Viel Spaß. Genau, also wenn ihr trainiert, dann habt ihr es auf jeden Fall immer verdient, belohnt zu werden. Und wenn euch niemand anders belohnt, belohnt euch ruhig selbst. Freut euch darüber, dass ihr das durchgezogen habt, dass ihr es gemacht habt, dass ihr trainiert habt, dass ihr konsequent wart, dass ihr etwas für euch und für euren Körper, für eure Gesundheit und für euer Wohlbefinden gemacht habt. Dass ihr diese Disziplin und diese Konsequenz aufrechterhalten habt, das verdient eine Belohnung. Und da dürft ihr euch dann auch ruhig selbst... Selbst... Was? Wie? Selber küssen. Ja, das wird schwierig, oder? Mein Schatz, mein Schatz. Ja, genau. Also belohnt euch selbst, lasst es euch gut gehen und macht euch einen schönen Abend nach dem Training. Das ist ein Bild für die Götter. Hier ist die ganze Familie am Trainieren. Vater und Mutter machen beide Bauchaufzüge. So will ich euch sehen. Also so will ich euch, jeden Tag immer sehen, wenn ich herkomme. Hier beide, ja. an beiden Bauchtrainern Bauchaufzüge machen. Sehr schön. Nein, ihr könnt natürlich Pausen machen. Ja. Gucken, welches Gewicht. 8. Noch kurz. Nicht bei mir. Bei dem Publikum. Tschüss, mein Lieben. So, das war unser erster kleiner Trainingstag, in den ihr einen kleinen Einblick bekommen habt. Und ja, wie lief es bei dir heute, das Training? Ja, bei mir ging das gut. Und bei der Gelegenheit möchte ich gleich sagen, allen Älteren, es ist ganz egal, wie alt ihr seid, ob ihr 50 seid, 60 seid, 70, 80, völlig egal, fangt zu jeder Zeit wieder an, denkt niemals, Mensch, das ist doch viel zu spät, ich habe 30 Jahre nichts gemacht, es ist nie zu spät, der Körper erinnert sich, die Muskulatur wird wieder aufgebaut, ihr habt viel mehr Lebensqualität, ihr glaubt gar nicht, wie wohl ihr euch fühlt, wenn ihr wieder anfangt, egal wie ihr seid. Kürzlich habe ich auch gelesen, dass im Altersheim hat man Versuche gemacht, da waren sogar drei Senioren, die aus dem Altersheim wieder weg wollten, wieder nach Hause wollten, nachdem sie ihr körperliches Krafttraining gemacht haben. Ja. So viel kann ich euch nur sagen. Und das hängt sicherlich nicht nur mit der körperlichen Veränderung zusammen, sondern auch im Kopf, die Motivation und dass man ein schönes Lebensgefühl hat und ist ja ganz Energie. Klar. Ja, einmal, es ist ja, außerdem ist das ja auch Herz-Kreislauf-Training mit, nicht nur Krafttraining, sondern auch Herz-Kreislauf-Training mit und die Durchblutung, auch Gehirn ist anders durchblutet, also ihr habt eine ganz andere Lebensqualität. Ja, und genau das ist es, was wir euch mit diesem Kanal hier vermitteln wollen, was wir euch zeigen wollen, ein paar Dinge, wie man sich dazu motivieren kann, zu trainieren, dran zu bleiben, auch dabei zu bleiben und es geht viel um das Thema Motivation und um das Thema Spaß, wie kann ich meine Motivation aufrechterhalten, weil das ist auch ja ziemlich wichtig, dass man konsequent dabei bleibt, ne? Dass man nicht nur für irgendwie ein halbes Jahr das macht und dann wieder aufhört, sondern wirklich konsequent dran bleibt und das ist das, was wir euch hier ganz viel vermitteln wollen, wie kann man sich motivieren, wie kann man immer wieder dranbleiben, sich aufraffen, wie kann man Übungen rausfinden, die einem Spaß machen, die einem gut tun, die einem
Freude bereiten, sodass man immer wieder Lust hat, auch dabei zu gehen. Ja, man kann auch sagen, Mensch, ich investiere ein paar hundert Euro und kaufe mir ein paar Kurzhandel. Ich kann mir irgendetwas kaufen, dass ich auch zu Hause zwischendurch trainieren kann, weil es ja doch immer schwer fällt, sich aufzuraffen, ins Studio zu fahren, wieder nach Hause zu fahren. Das bleibt dann doch nach und so habe ich zu Hause auch ein paar Geräte, so wie wir das hier gemacht haben. So viel braucht ihr natürlich nicht. Für mich jedenfalls war das meine beste Investition, die ich je machen konnte, dass ich hier mein eigenes Studio sozusagen habe. Sie seht, ihr seht, wir trainieren hier draußen, wir sind an der frischen Luft, wir sind nicht im Studio und ziehen uns entsprechend an und lieben einfach hier unser Training. Ja, ja, genau. Und ja, was wir euch in Zukunft noch zeigen wollen auf dem Kanal, sind alle möglichen Themen rund um das Thema Gesundheit. Wie kann ich es schaffen, gesund zu bleiben, egal in welchem Alter, also in meinem Alter, ich bin 37, oder in deinem Alter und genau, möchtest du das verraten, wie alt du bist? Naja, irgendwo um die 80 jedenfalls, nicht etwas, etwas über mich. Ja, ja, genau. Und wie man auch in so einem Alter so fit bleibt und trainiert und ja, einfach dadurch Lust hat zu leben und Spaß am Leben hat, das ist das, was wir euch in den nächsten Wochen und Monaten zeigen wollen. Also Thema Gesundheit, Ernährung, Rezepte, Übungen, Training, Spaß, Motivation und noch viel mehr um das ganze Thema drumherum. Und ja, freut mich, wenn ihr uns dabei begleitet, wenn ihr den Kanal abonniert und wenn ihr ja, mich und Vater bei dieser Reise begleitet. Und wir werden das Beste geben, euch unsere besten Erfahrungen und unsere wichtigsten Erkenntnisse aus den letzten Jahren Training und Ernährung mit auf den Weg zu geben. Ja, gerne. Okay, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.